Ja, ein herzliches Hallo zur Vorlesung Stochastik für Lernstudierende. Das letzte Mal haben wir bedingte Wahrscheinlichkeiten eingeführt und schon mal ein paar Konsequenzen hin zu Baumdiagrammen angesehen und vor allem erklärt, wie man in denen rechnet und warum eben. Noch einmal festgehalten, für das Rechnen in Baumdiagrammen das Verständnis von bedingten Wahrscheinlichkeiten entscheidend ist. Sie erinnern sich aber bitte auch noch insbesondere daran, dass ich Ihnen erklärt habe, dass man es sehr gut über relative Häufigkeiten bereits verstehen kann und dass es eigentlich ums Rechnen mit Anteilen, in dem Fall genauer Anteile von Anteilen geht, oder? Und so sollte man das also interpretieren können und vor allem auch motivieren können. Also das ist das, wo Sie ganz stark eben anbauen könnten an den Vorkenntnissen von Schülern und Schülerinnen, dass Sie ja bereits ganz stark, also von der vierten Klasse Volksschule hin über die Sekundarstufe bereits mitbringen. Rechnen mit Anteilen ist also ganz ein zentraler, wesentlicher Punkt, den wir eigentlich in der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, auf dem wir eigentlich fußen, ja, wenn man das jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben formulieren will. Aber eigentlich spielt sich's oft darauf ab. Na gut, heute ist es also so, dass wir über totale Wahrscheinlichkeit und Base reden. Das heißt also, wir werden es noch ein bisschen weiter ausbauen, was wir über bedingte Wahrscheinlichkeiten besprochen haben. Und dazu müssen wir eine Kleinigkeit vorbauen und das wird jetzt also ein kleines Lemma sein, über das wir reden. Und zwar dieses kleine Lemma, das wird uns so ein bisschen technisch unterstützen. Und in diesem kleinen Lemma soll es also gehen um sogenannte fast Unmögliche. Also fast unmögliche und fast sichere Ereignisse. Hoppla, das war ein hässliches Ereignis. Also fast sichere Ereignisse. Und ich werde Ihnen also nebenher definieren, was ein fast unmögliches und fast sicheres Ereignis ist. Habe ich Ihnen schon mal gesagt, fast sicher heißt, das Ereignis, das mit Wahrscheinlichkeit 1 eintritt, fast unmöglich ist eins, das mit Wahrscheinlichkeit 0 eintritt. Und was uns interessiert, ist aber nicht nur die Definition, sondern was man mit denen so bewerkstelligen kann. Also welche Eigenschaften die haben, wenn man Mengen damit schneidet oder vereinigt. Und was haben wir also gegeben? Es seien wie immer natürlich Omega FP, also selbst wenn ich es nicht schreiben würde, natürlich ein Wahrscheinlichkeitsraum. Und, was habe ich denn da geschrieben? Seien, nicht es sein. So, es seien. So, ein bisschen hübscher. Und eben A und B sind also Ereignisse. Dann gilt Folgendes. Und zwar das Erste, was wir uns also mal hier anschauen wollen, ist, was passiert, wenn man eben mit einem sogenannten fast unmöglichen Ereignis schneidet. Also wenn Sie eben haben, dass die Wahrscheinlichkeit von B 0 ist, dann spricht man eben davon, B ist also ein, also B ist fast unmögliches Ereignis. Und wenn Sie also mit so einem schneiden, also im Prinzip können Sie das jetzt wirklich so als Definition nehmen, oder? Und wenn Sie also mit so einem schneiden, also A geschnitten B sich anschauen, ja, was glauben Sie natürlich, was dann passiert? Ja, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit des Schnitts 0. Eh klar. Also, das wundert dann herzhaft wenig, oder? Also, Sie stellen sich das wieder ein bisschen frequentistisch motiviert vor, ist kein Beweis, aber zumindest der Intuition dazu. Also, wenn Sie sich anschauen würden, was, also wenn schon der Anteil all jener Ausgänge, die in B liegen, 0% ist, ja, dann erst recht auch der, der in A geschnitten B liegt. Und nochmal, es kann trotzdem sein, dass etwas, was in B liegt, tatsächlich eintritt. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist 0. Okay? Also da müssen Sie immer ganz, ganz vorsichtig sein. Ein Beispiel, damit Sie sich ein bisschen was darunter vorstellen können, dass ein Mensch genau Körpergröße 190 cm hat. Also ich zum Beispiel bin nicht genau so groß. Ne? Die Wahrscheinlichkeit dafür, exakt auf den Zentimeter und die letzte Nachkommastelle genau 190 cm zu sein, ist 0. Trotzdem gibt es natürlich Menschen, die genau die Körpergröße haben, die sie haben. Und zwar jeder Mensch. Ich habe genau die Körpergröße, die ich habe, auf die letzte Nachkommastelle, gerade in diesem Moment gerade. Aber dass es auch nur irgendeinen weiteren Menschen gibt mit genau exakt derselben Körpergröße, die Wahrscheinlichkeit ist null.
Sie sehen also, das ist der Unterschied, wie man sagt, zwischen Realisierung, oder? Das wäre also, ich bin so realisiert, wie ich bin, und eben dem, dass es noch nicht realisiert wäre, also die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis, und die ist also null. Trotzdem bin ich mit meiner Körpergröße so realisiert. Und da muss man also aufpassen, das ist also konzeptionell ein ganz großer Unterschied, also zwischen Realisierung und eben der noch nicht realisierten Welt, also der, dass wir die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen bestimmen. Die zweite Eigenschaft hier wäre die, was passiert dann, wenn wir hergehen und wir haben wieder so ein fast unmögliches Ereignis, B. Was passiert dann mit der Wahrscheinlichkeit von A vereinigt B? Und ich denke, das können Sie sich auch ausmalen. Die Wahrscheinlichkeit ist dann einfach die von A. Das heißt, die bleibt also unverändert, wenn wir also hergehen. Und wir haben also hier entsprechend eine Nullmenge, wie man das auch nennt, also ein fast unmögliches Ereignis. Dann ist es so, dann können wir das einfach dazu schmeißen zu A. Also wir können es dazu vereinigen und wir ändern nichts dran. Das dritte, und das ist das, was wir vor allem jetzt dann für den Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit und für den Satz von Bayes brauchen werden, wenn wir ein fast sicheres Ereignis haben, also die Wahrscheinlichkeit von B 1 ist, das wäre jetzt also die Definition von B ist fast sicheres Ereignis. Übrigens, wenn Sie es fast weglassen und vom sicheren Ereignis reden, dann ist das Omega. Ja? Und das unmögliche Ereignis wäre die leere Menge. Und die anderen eben sind sozusagen im Sinne des Wahrscheinlichkeitsmaßes nur fast unmöglich oder fast sicher. Und wenn wir so eines haben, was passiert, und das ist vielleicht schon was, wo man sagen muss, vielleicht nicht ganz so klar, was passiert dann, wenn man eine Wahrscheinlichkeit, also ein Ereignis damit schneidet und dann die Wahrscheinlichkeit bestimmt, die bleibt auch unverändert. Das heißt, wenn wir mit einem fast sicheren Ereignis schneiden, dann kostet uns das nichts im Sinne der Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit bleibt also darunter unverändert. Und das wollen wir also geschwinde beweisen. Also dieses kleine technische Lemma, das wir noch öfter brauchen werden, ist also sehr praktisch. Sie erinnern sich, einmal habe ich Ihnen das als Fakt sogar, dieses drittens da schon hingeschrieben. Und jetzt schauen wir aber, dass wir es auch wirklich sauber beweisen, obwohl wir es schon schlampigerweise verwendet haben als Fakt. Das erste hier ist relativ geschwinder zu zeigen, also Sie nehmen an, die Wahrscheinlichkeit von B ist 0. Dann schauen wir uns eben an, was wir über A geschnitten B sagen können. Na, der Schnitt von zwei Mengen ist immer Teilmenge jeder dieser Mengen. Also A geschnitten B zum Beispiel ist eben eine Teilmenge von B. Jetzt wissen wir aber, dass das Wahrscheinlichkeitsmaß monoton ist, Sie erinnern sich. Das bedeutet, wenn Sie hier Teilmengen haben, dann gilt für die Wahrscheinlichkeit von eben jetzt dieser Teilmenge a geschnitten b, dass sie kleiner gleich ist als die Wahrscheinlichkeit der Obermenge. Jetzt ist aber die Wahrscheinlichkeit der Obermenge bereits 0 und damit steht da, die Wahrscheinlichkeit von a geschnitten b ist kleiner gleich als 0. Sie ist aber auch größer gleich als 0, damit ist sie 0. Also damit folgt, die Wahrscheinlichkeit von a geschnitten b ist 0. Das war ja leicht. Aber Sie sehen, immer bei solchen Sachen, wenn man weiß, wie es geht, ist immer leicht, aber man muss halt sehen, wie es geht. Und jetzt schauen wir uns das zweite hier an. Also wir schauen uns an, was ist die Wahrscheinlichkeit von A vereinigt B. Und dazu wissen wir ja bereits, wir haben so Rechenregeln für Wahrscheinlichkeitsmaße kennengelernt, dass das die Wahrscheinlichkeit von A ist plus die Wahrscheinlichkeit von B ist minus die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten B. Und jetzt wissen wir aber nach Voraussetzung schon, das ist ein fast unmögliches Ereignis, damit ist es 0. Wir haben gerade eben gezeigt, dass wenn man mit einem fast unmöglichen Ereignis schneidet, ist die Wahrscheinlichkeit des Schnitts 0. Ja, aber damit steht es da. Damit ist es die Wahrscheinlichkeit von A. Hurra! Auch das war nicht sehr schlimm. Und jetzt schauen wir uns die dritte Eigenschaft an, also diese dritte Aussage. Die Wahrscheinlichkeit von B muss also jetzt aber 1 sein. Also bitte, das ist jetzt hier die Voraussetzung. Also die Wahrscheinlichkeit von B ist jetzt 1. Und dann müssen wir uns eben anschauen, was können wir aussagen über die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten B. Und da machen wir jetzt folgenden Trick. Wir nehmen also die Gegenwahrscheinlichkeit, das ist also 1 minus die Wahrscheinlichkeit des Komplements von A geschnitten B. Wir verwenden die De Morgan'schen Regeln, die also was nochmal zur Erinnerung sagen, die also hier aussagen, dass die das Komplement eines solchen Schnitts, Schnitt
Vereinigung der Komplemente ist. Das waren also die De Morganschen Regeln. Und jetzt sehen wir, dass wir folgende wunderbare Situation haben. Also, das schreibe ich hier als blaues Sternchen hin. Wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit von B ja 1 ist. Damit ist aber die Wahrscheinlichkeit von B Komplement natürlich 0. Oder? Also die Wahrscheinlichkeit ist 1. 1 minus 1 ist 0. Also wir haben ein fast unmögliches Ereignis. Also es gilt, und zwar laut zweitens, weil wir mit einem fast unmöglichen Ereignis hier vereinigen, dass eben, also zweitens, und weil wir gezeigt haben, dass eben B-Komplement ein fast unmögliches Ereignis ist, dass das gleiche ist wie 1 minus die Wahrscheinlichkeit von A-Komplement. Das ist aber das gleiche wie die Wahrscheinlichkeit von A. Hurra, ich unterstreiche in gelb, die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten B ist das gleiche wie die Wahrscheinlichkeit von A. Und das ist genau das, was wir zeigen wollten und was zu beweisen war. Mit diesem Lemma jetzt können wir wirklich reinstarten und wir können also jetzt die Aussagen, um die es uns geht, wirklich formulieren. Und die erste Aussage, um die es uns da geht, ist eben der Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit. Und zudem will ich Ihnen jetzt eben eine kleine Motivation geben. Also die Motivation da dahinter schaut wie folgt aus. Sie stellen sich vor, Sie haben also hier das ganze Omega. Und das ganze Omega können Sie so zerlegen. Das können Sie zerlegen in ein B1, ein B2, ein B3, ein B4. Okay? Und dann ist es so, dass Sie sich für ein bestimmtes Ereignis A interessieren. Okay? Und was könnte man uns darunter vorstellen? Sie stellen sich zum Beispiel vor, B1 bis B4 ist dann ein schlechtes Beispiel, bis B9 sind die österreichischen Bundesländer. Und A ist das Ereignis, das also Sie stellen sich wieder Personen vor, Sie stellen sich vor, das sind alle Personen, die also bereits eine Corona-Impfung erhalten haben. Und jetzt haben Sie aber aus den Bundesländern nur folgende Information. Gegeben hat man Ihnen nur die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person geimpft ist, also die Wahrscheinlichkeit von A, gegeben dem Bundesland, also BI. Das ist also wirklich das, was gegeben ist. Und jetzt wollen Sie aber die österreichweite Impfrate haben. Was bedeutet, was wollen Sie haben, was ist gesucht? Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Person in Österreich geimpft ist. Das ist also das, was gesucht ist. Das heißt, man hat Ihnen die Wahrscheinlichkeiten gegeben und natürlich auch bitte dazu die Wahrscheinlichkeiten für die BIs, gell? Also für alle I, was auch immer alle I sind. Und Sie wollen sich daraus die gesamte Wahrscheinlichkeit für A basteln. Das heißt, aus diesen gegebenen bedingten Wahrscheinlichkeiten wollen Sie sich die sogenannte totale Wahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit für A, zusammenbauen. Also Sie wollen sich die gesamte Wahrscheinlichkeit hier zusammenfügen aus den einzelnen eben, ja, bedingten Wahrscheinlichkeiten. Jetzt habe ich es halt nochmal gesagt. Und das formulieren wir jetzt also mit den passenden Bedingungen als ganzen Satz. Sie hätten sicher schon eine Vermutung, wie das da oben geht, allein wenn Sie denken, wie das mit relativen Häufigkeiten funktioniert. Also Sie würden diese Aufgabe sofort, würde Ihnen nicht sagen, dass es um Wahrscheinlichkeiten geht, einfach nur mit dem Rechnen mit relativen Anteilen lösen können, oder? Also das ist vielleicht ganz ein guter Punkt, probieren Sie das selber. Wenn Sie sich einfach vorstellen würden, das sind alles nur relative Häufigkeiten, könnten Sie dann die relative Häufigkeit für A hinschreiben? Ich hoffe ja. Und genau das machen wir jetzt auch, indem wir eben diesen Satz formulieren. Der Satz schaut wie folgt aus. Der Satz heißt zunächst mal Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit. Und dieser Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit braucht natürlich mal ein paar Voraussetzungen. Also wir haben wie immer einen Wahrscheinlichkeitsraum, Omega Fp. Und was wir haben ist eine Familie. Hoppala. Irgendwo muss die Klammer zugehen. So. Eine Familie von paarweisen disjunkten Ereignissen. Und bitte wichtig ist, dieses I muss abzählbar sein. Also ich meine, leer wäre ziemlich bescheuert. Also I muss abzählbar sein.
Wir werden hier die Sigma-Additivität des Wahrscheinlichkeitsmaßes verwenden. Das heißt, das i kann endlich sein oder man muss es durchnummerieren können mit den natürlichen Zahlen. Und Sie haben also hier eine prinzipiell beliebige Familie von Ereignissen und die geben Ihnen einfach an, wie Sie hier Omega zerstückeln können. Und da muss es also so sein, schreiben wir ja besser um, sonst klingt so, als ob das eine Bedingung für die Indexmenge ist. Also es muss so sein, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn Sie alle diese BIs zusammen vereinigen, die Wahrscheinlichkeit hierfür 1 sein muss. Oder anders ausgedrückt, das hier, diese Vereinigung muss ein fast sicheres Ereignis sein, oder? So können Sie es also formulieren. Hätte man auch so hinschreiben können. Wir müssen also so eine fast sichere Partition, würde ich es nennen, von Omega haben. Und das da muss eben ein fast sicheres Ereignis sein. Das heißt, bis auf, so stellen Sie sich das vor, auf Nullmengen, auf fast unmögliche Ereignisse, haben Sie eigentlich hier Omega. So ist ein bisschen die Vorstellung da dazu. Und vielleicht hier oben könnten Sie sich ja gut vorstellen, es ist nicht so tragisch, wenn Sie da so ein bisschen was rausschnipseln, was Wahrscheinlichkeit Null hat. Das interessiert Sie nicht weiter. Es geht Ihnen also um die Zerlegung von Omega in etwas, wenn Sie es zusammenfügen, das Wahrscheinlichkeit 1 dann hat. Also es ist nicht ganz genau eben, was man Partition von Omega nennt, wo Sie es also exakt zerstückeln. Wenn Sie es wieder zusammen vereinigen, kriegen Sie das ganze Omega. Es ist etwas, wenn Sie es zusammen vereinigen, wo Sie Wahrscheinlichkeit 1 herauskriegen. Und bitte seien Sie immer ganz vorsichtig, nur weil etwas Wahrscheinlichkeit 1 hat, ist es bei weitem noch nicht Omega im Allgemeinen. Gell? Da kann ganz, ganz viel noch fehlen auf ganz Omega. Also bitte, das wäre ein Irrglaube. Aber die Vorstellung natürlich ist schon irgendwie die, dass Sie es essentiell in Teile zerstückelt haben, die halt insgesamt Wahrscheinlichkeit 1 ergeben. Dann ist die Aussage wie folgt. Wenn Sie sich irgendein Ereignis A schnappen, dann können Sie die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses A wie folgt schreiben. Und zwar das genau das, was ich Ihnen eben vorhin gesagt habe. Wir können also nur unter der Kenntnis der bedingten Wahrscheinlichkeiten von A gegeben BI uns ausrechnen, was die Wahrscheinlichkeit für A ist. Und was eben ganz wichtig ist, wir müssen immer diese bedingte Wahrscheinlichkeit multiplizieren, dann mit der Wahrscheinlichkeit für die Bedingung, das alles aufsummieren und das gibt die Wahrscheinlichkeit von A. Na, hätten Sie es gedacht, was müssten Sie in unserem Beispiel für Anteil der Corona-Geimpften in Österreich machen? Sie nehmen sich zum Beispiel das Bundesland Tirol, nehmen sich den Anteil der Geimpften in Tirol und multiplizieren das mit dem Anteil der Tiroler Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung Österreichs. Da machen Sie das Gleiche für Steiermark, Burgenland und alle neuen Bundesländer und zählen das Ergebnis zusammen. Ja, das ist Rechnen mit Anteilen. Also auf das wären Sie da oben sicher sofort gekommen und sind Sie ja sicher sofort gekommen. Also die Motivation hinter diesem Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit, dass man es einmal sofort so als Aussage hinschreibt, sollte Ihnen sehr nahe liegen. Beweisen wir es. Also, das, was wir mal zunächst machen, ist, dass wir uns vergegenwärtigen, dass wir eben ein fast sicheres Ereignis haben. Und zwar als diese disjunkte Vereinigung über die BIs. Also, das ist eben ein Ereignis. Dieses Ereignis hat Wahrscheinlichkeit 1. Das heißt, wenn wir uns jetzt eine Menge A schnappen, so wie es hier oben ja auch gefordert ist, jedes A aus F, nehmen wir halt ein A, dann ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten B das gleiche ist wie die Wahrscheinlichkeit von A. Und das sagt unser schlaues Lemma. Also das Lemma, das wir gerade vorhin bewiesen haben, die dritte Aussage dort, sagt ja gerade, dass die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten B die Wahrscheinlichkeit von A ist, wenn B ein fast sicheres Ereignis ist. Und damit können wir einfach auf einer Seite starten. Wir starten bei der Wahrscheinlichkeit für A, schneiden die mit B, aber es mit B zu schneiden, heißt, wir schreiben das als die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten mit dieser disjunkten Vereinigung I aus I, BI. Und ich hoffe, Ihnen ist das mittlerweile jetzt nicht schon allzu langweilig geworden. Die Klammer hier eben sozusagen braucht man gar nicht. Das kommutiert. Wir können das also schreiben als die disjunkte Vereinigung über alle I aus I und können hier schreiben also A geschnitten BI. Bitte beachten Sie an jeder Stelle, wenn I nicht abzählbar wäre, hätten wir schon lange ein Problem, weil dann nicht einmal klar wäre, dass diese Vereinigung nur ein Ereignis ist. Also wir brauchen hier immer diese Abzählbarkeit. Jetzt wissen wir wieder mal, unser Wahrscheinlichkeitsmaß ist Sigma additiv. Also P Sigma, Sigma additiv. Und
Natürlich wichtiger Punkt ist hier, bitte i ist abzählbar. Wenn i nicht abzählbar wäre, dann wäre hier Schluss, nicht? Also wenn i eine beliebige Indexmenge wäre, zum Beispiel stellen Sie sich vor, die ganzen reellen Zahlen viel zu viel. Das wäre also überabzählbar, dann könnten wir hier nicht mehr durchschieben, könnten die Eigenschaft der Sigma-Additivität nicht verwenden, aber haben wir ja nicht. Also schlimmstenfalls können wir das mit den natürlichen Zahlen sozusagen nur durchnummerieren. In vielen Anwendungsfällen ist das eh endlich. Und dann hätten wir also hier dastehen, die Summe aller i aus i. Und da haben wir dann also stehen, die Wahrscheinlichkeit von a geschnitten bi. Tja, und jetzt machen wir also Trick 17. Wir schreiben diese Wahrscheinlichkeit einfach als die Wahrscheinlichkeit von a geschnitten bi, dividiert durch die Wahrscheinlichkeit von bi, mal der Wahrscheinlichkeit von bi. Bitte, das machen wir in all jenen Fällen, wo die Wahrscheinlichkeit von bi ungleich 0 ist. Wenn sie 0 ist, dann steht eh schon 0 da. Ja, also wenn die Wahrscheinlichkeit von bi 0 ist, ist das ja ein fast unmögliches Ereignis, dann steht eh schon 0 da. Das heißt, das bitte machen wir in allen Fällen, wo die Wahrscheinlichkeit von bi ungleich 0 ist. Dann können wir das also so schreiben. Also sozusagen, dann schreibe ich halt hier nur hin, die Wahrscheinlichkeit von bi ist ungleich 0. Dann können wir es so schreiben. Und jetzt sehen wir, dass hier in Rot gerade steht, die bedingte Wahrscheinlichkeit von a gegeben bi. Und jetzt sehen wir ganz gut, wäre also die Wahrscheinlichkeit von bi gleich 0, dann würde eh hier wieder 0 stehen. Ja? Also damit sieht man, dass wenn man es hier mit 0 definiert, im Falle von, dass die Bedingung Wahrscheinlichkeit 0 hat, hat man sich nichts kaputt gemacht. Und jetzt schreiben wir ab, damit steht hier die Wahrscheinlichkeit, also im Summanden, von a gegeben bi mal der Wahrscheinlichkeit von bi. Und Hokus Pokus Endibus, das war's. Nicht? Also mehr als das war es nicht und das war genau überhaupt gar nicht magisch. Also alles, was Sie sich sozusagen dazu merken müssen, ist, dass Sie mit diesem fast sicheren Ereignis schneiden, die Wahrscheinlichkeit unverändert bleibt, dass Sie dann hier durchziehen, die Sigma-Additivität verwenden und am Ende das als bedingte Wahrscheinlichkeit schreiben. Das ist der Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit. Das ist ein Beweis. Der ist sehr eindrücklich, oder? Also ich denke immer noch, im Großen und Ganzen sieht man, dass man also hier wirklich noch ganz, ganz grundlegende Eigenschaften wieder des Wahrscheinlichkeitsmaßes braucht. Und das drückt sich eben, wie gesagt, ja dadurch aus, dass man mit dem Rechnen mit bedingten Wahrscheinlichkeiten, mit Anteilen, dem sehr schnell das dann abgewinnen kann, dass man es so hinschreibt. So, was könnte man uns jetzt hier für ein kleines Beispiel zurechtlegen? Das kleine Beispiel, was man uns zurechtlegen wollen, ist das folgende, und zwar, dass man eben jetzt hier einen ganz einfachen Fall sich überlegt, und zwar der ganz einfache Fall wäre jetzt der, wo man zum Beispiel das Omega sehr einfach wirklich komplett zerlegen kann. Also stellen Sie sich jetzt wirklich vor, Sie hätten ein Ereignis A, ein Ereignis B, und dann wissen wir immer, dass wir Omega schreiben können als B disjunkt vereinigt B Komplement. Das ist eine der einfachsten Zerlegungen, die es also gibt. Und bitte, das ist jetzt nicht nur eine fast sichere Zerlegung, sondern das ist eine Partition von Omega. Ja? Also das lässt sich damit schreiben als ein B1 nennen wir das. Das nennen Sie B2. Und das ist also so ein ganz einfacher Anwendungsfall davon. Sie haben also Omega sogar als B1 disjunkt vereinigt B2 geschrieben. Und damit sehen wir, dass wir stets die Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis A dann schreiben können, als, und jetzt müssen wir nur den Satz oben abschreiben, als die bedingte Wahrscheinlichkeit von A gegeben B mal der Wahrscheinlichkeit von B, das wäre also, wenn wir hier B1 einsetzen, plus die Wahrscheinlichkeit von A gegeben B Komplement mal der Wahrscheinlichkeit von B Komplement. Und das ist also das ganz super einfache Beispiel für den Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit. Also wir haben nur gegeben diese Wahrscheinlichkeiten von a gegeben b. Wir haben und a gegeben b Komplement, natürlich Wahrscheinlichkeit für b braucht man auch, aber das ist ausreichend, weil wir die Komplementärwahrscheinlichkeit bestimmen können. Und schon können wir also ausrechnen, was dann die gemeinsame Wahrscheinlichkeit ist. Das Beispiel hier machen wir noch konkreter. Wir stellen uns jetzt also wirklich vor, wir hätten einen gewissen Test. Also sagen wir a ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass also ein Test positiv ist.
Also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein gewisser Test positiv ausfällt, stellt sich irgendein Bluttest auf irgendeine Krankheit vor oder halt irgendeinen anderen Test. Also muss ja nicht immer Corona sein. Und die zweite Variante, das zweite Ereignis ist eben, die Person ist tatsächlich erkrankt, also hat diese Krankheit tatsächlich. Und jetzt machen wir das mal mit ein paar Zahlen. Also was könnten wir uns vorstellen? Wir könnten uns vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeit eben bekannt ist von A gegeben B. Und die ist also 95%. Diese bedingte Wahrscheinlichkeit ist bekannt. Warum ist das kein ganz unrealistisches Szenario? Ja, aus folgendem Grund. Wenn Sie also in Laborbedingungen herstellen, dann können Sie also in gewissen Proben sicherstellen, dass der Erreger vorhanden ist, auf den Sie testen. Und dann kann ich mal eben anschauen, was ist also, wenn tatsächlich der Erreger vorhanden ist in der Probe, zudem die Wahrscheinlichkeit, dass der Test positiv ausfällt. Tja, und dann sehen wir, könnten wir diese bedingte Wahrscheinlichkeit schätzen. Es würde vielleicht ungefähr eben 95% rauskommen. Also, und Ihnen allen sind die Begriffe Sensitivität und Spezifität wahrscheinlich mittlerweile ein Begriff. Ja, und das ist eben genau hier der Punkt. Also, Punkt ist auch noch, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Test positiv ausfällt, obwohl die Person nicht erkrankt ist? Also, man würde hier von einer falsch, also das wäre hier falsch positiv, oder? Das heißt also, das wäre eben das, was man jetzt hier vermeiden will, oder? Man hat, dass die Person nicht erkrankt ist und also das weiß man, hat man als Bedingung und trotzdem ist der Test positiv. Das wollen wir also natürlich nicht haben. Und die Wahrscheinlichkeit sollte also klein sein und sagen wir, es hat sich halt ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit hierfür eben 1% ist. Und was man halt schon auch noch wissen muss, ist, man muss halt irgendwie so ein bisschen eine Größenordnung haben. Was ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass überhaupt die Krankheit in der Gesamtbevölkerung vorliegt? Und sagen wir, also diese Wahrscheinlichkeit wäre 0,5%, also nur ein halbes Prozent der Bevölkerung haben diese Krankheit. Jetzt rede ich halt doch wieder von Corona. Nicht? Also stellen Sie sich also hier Corona vor, da wäre 0,5% zu gewissen Zeiten, da wären wir schon total zufrieden, wenn es nur so wenig wären. Und jetzt schauen wir uns also Folgendes an. Unter diesen Gegebenheiten können wir dann also entsprechend auch ausrechnen, was ist einfach die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wenn ich irgendeine Person rauspicke, dass diese ein positives Testergebnis hat. Ich weiß ja nicht, ob die Person krank ist oder nicht. Also ich nehme einfach irgendjemanden aus der Gesamtbevölkerung und interessiere mich also dafür, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person dann ein positives Testergebnis kriegt. Und wie können wir das also ausrechnen? Das können wir also wie folgt ausrechnen. Wir gehen also her. Das ist die Wahrscheinlichkeit von A gegeben B. Das müssen wir multiplizieren mit der Bedingung, also das ist der Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit, plus eben die Wahrscheinlichkeit von A gegeben B Komplement. Und bitte eben, das sehen Sie ja da, oder? Das ist nicht die Komplementärwahrscheinlichkeit so, also wenn Sie da hinten einfach das Komplement durchziehen, mal eben der Wahrscheinlichkeit von B Komplement. Ja, und das können Sie also einfach in den Taschenrechner eintipseln, nicht? Und dann kriegen Sie also da die gemeinsame Wahrscheinlichkeit heraus. Und vielleicht werden Sie jetzt also überrascht, wie hoch dann die Wahrscheinlichkeit für ein positives Testergebnis ist. Ich nehme an, das könnte also passieren. Also dieses kleine Beispiel hier, ein wirklich sehr wichtiges. Und dieses Beispiel werden wir dann auch noch weiter fortsetzen. Warum werden wir es vor allem weiter fortsetzen? Weil in Wahrheit ist das nur ein Zwischenresultat. Was uns dann eigentlich wahrlich interessiert, wird ja was anderes sein. Was uns wahrlich interessieren wird, ist ja nicht nur, was die Wahrscheinlichkeit ist, dass einfach eine zufällig ausgewählte Person positiv getestet wird. Was uns mehr interessieren wird, ist, angenommen, wir machen einen Test, stellen wir uns halt doch wieder mal einen Corona-Test vor und dieser Corona-Test fällt positiv aus. Dann ist das ja die Bedingung. Die Bedingung wird sein, wir machen so einen Test, gehen in eine Teststraße, also und sips, haben also ja dieses angenehme Feeling des Corona-Tests. Also ich denke, es gibt Schlimmeres, mir kitzelt halt ein bisschen in der Nase. Und dann ist es also so, dass wir ein vorliegendes Testergebnis haben und dieses vorliegende Testergebnis könnte positiv sein. Und dann wollen wir wissen, was ist zudem die Wahrscheinlichkeit, dass auch wirklich eine Erkrankung vorliegt. Das ist ja spannend, oder? Das heißt, wir wollen wissen, unter eben der Annahme, dass wir ein positives Testergebnis vorliegen haben, das ist die Bedingung. Was ist zudem die Wahrscheinlichkeit, dass die Person auch tatsächlich erkrankt ist? Und Sie sehen, dass wir hier die Kausalität umgedreht haben, wenn Sie so wollen. Also
dieses Ereignis ist also in die Bedingung gerutscht, die haben also Platz getauscht, Bedingung und das Ereignis. Und dieses Umdrehen von Ereignis und Bedingung, das ist also was sehr, sehr Relevantes, weil noch einmal, also diese Wahrscheinlichkeiten hier oben können Sie unter Laborbedingungen schätzen, diese bedingte Wahrscheinlichkeiten, aber natürlich, das ist hier unten was, das will man dann aus diesen Schätzungen eben ausrechnen können, also aus diesen Wahrscheinlichkeiten dann ausrechnen können, und dazu dient Ihnen dann der Satz von Bayes. Bitte, was ich gleich sagen muss, weil ich jetzt immer wieder da von dem Beispiel Corona-Test und so weiter rede, bitte, diese Zahlen hier sind frei erfunden. Gell? Sie sind, glaube ich, nicht so ganz unrealistisch für gewisse Bluttests, das muss man schon dazu sagen, aber bitte frei erfunden in Bezug auf irgendwelche Corona-Tests, die also deutlich verlässlicher sind. Ich würd Sie einladen, geben Sie eine Schätzung ab, was unter diesen Daten die bedingte Wahrscheinlichkeit von B gegeben A ist. Also noch einmal, die Wahrscheinlichkeit dafür, erkrankt zu sein, unter der Bedingung, ein positives Testergebnis zu haben, für diese Daten hier. Bitte auch herzlich sind Sie eingeladen. Sie können sich das auf den Beschreibungen, zum Beispiel der Antigen-Test, finden Sie genau diese Angaben. Da nehmen Sie diese Angaben und dann rechnen Sie sich genau mal diese Wahrscheinlichkeit hier aus. Und setzen das in Relation, aber bitte, ich lade Sie ein, schauen Sie sich also ganz konkret jetzt hier, also gehen Sie in sich, ohne jetzt großartig was zu rechnen, und geben ein Gefühl ab. Was ist gefühlt hier die Wahrscheinlichkeit von B gegeben A? Auf was kommen Sie da? So, einfach mal geschätzt. Und ich bin gespannt, ich nehme an, viele von Ihnen werden meilenweit daneben liegen. Das ist so das, was typischerweise passiert. Wir sind leider nicht, also wir sind gut im Rechnen mit bedingten Wahrscheinlichkeiten, solange die Bedingung und das Ereignis nicht vertauscht werden. Da tun wir uns wahnsinnig schwer. Also das ist, würde ich sagen, ganz gut erforscht, empirisch ganz gut erforscht. Wir haben also ein Problem im Einschätzen unter der Angabe dieser bedingten Wahrscheinlichkeiten, wo also das Ereignis A jetzt eben nicht in der Bedingung steht, oder? Und dann dem Umlegen auf, wenn ich also die Bedingung und das Ereignis vertausche. Also da liegen wir typischerweise Größenordnungen daneben. Wir heißt halt im Durchschnitt 100 Leute haben wir gefragt. So, ne? So, jetzt wollen wir also diese Frage beantworten, indem wir über den Satz von Bayes reden. Also Satz von Bayes. Und beim Satz von Bayes wollen wir eben genau das, was hier oben steht, bewerkstelligen. Zu den Voraussetzungen des Satzes von Bayes ist mal Folgendes zu sagen. Sie sind genau gleich wie im Satz von der bedingten, Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit, habe ich fast bedingte gesagt. Das heißt also, was haben wir gegeben? Wir haben wieder einen Wahrscheinlichkeitsraum gegeben. Wir haben also wieder diese BIs gegeben. Also eine Familie von Ereignissen. Sie erinnern sich, die müssen paarweise disjunkt sein. Wir haben also I ist abzählbar, eine abzählbare Indexmenge. Und Sie erinnern sich auch noch, was für dieses B gegolten hat, also die disjunkte Vereinigung über alle BIs. Es musste also gelten, dass die Wahrscheinlichkeit von diesem B gleich 1 ist. Das waren also die Voraussetzungen hier. Und was wir uns jetzt noch nehmen ist, wir schnappen uns jetzt ein Ereignis A. Und damit wir halt nicht technisch Sinnloses machen, soll die Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis A positiv sein. Weil wir stecken das A ja jetzt dann in die Bedingung und dann wollen wir halt nicht einfach nur 0 hinschreiben als bedingte Wahrscheinlichkeit, oder? Also das wäre ein bisschen unspektakulär. Und dann gilt also Folgendes. Sie können sich irgendein BI fixieren, also sprich, Sie nehmen sich einen Index K aus I und dann können wir also berechnen, was ist also die Wahrscheinlichkeit von BK gegeben A. Das heißt also, ich kann eben die Bedingung und das Ereignis sozusagen vertauschen. Wir können das schreiben als, und das ist eben die Aussage des Satzes von Bayes, wir können schreiben als die vertauschte bedingte Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeit von A gegeben BK, mal der Wahrscheinlichkeit von BK dividiert durch, und wir können jetzt alles auf diese bedingten Wahrscheinlichkeiten zurückführen, die Summe über alle I aus I, Wahrscheinlichkeit von A gegeben BK, mal, Entschuldigung, da wollte ich natürlich ein I hinmalen, BI mal der Wahrscheinlichkeit von BI, auch aus dem Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit bekannt als, wir erinnern uns, das hier ist nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit von A, laut dem Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit. Aber warum schreibt man so hin? Sie sehen hier, dass man nur bedingte Wahrscheinlichkeiten auf der rechten Seite stehen haben, wo die BIs, BKs
das BK eben in der Bedingung steckt und A ist also immer das Ereignis, von dem die bedingte Wahrscheinlichkeit gebildet wird. Und wir drehen das also sozusagen um und haben jetzt BK als das Ereignis, von dem die Wahrscheinlichkeit berechnet wird, unter der Bedingung A. Also A ist in die Voraussetzung gerutscht, wir haben sozusagen die Kausalität vertauscht, sage ich immer. Also, und das ist natürlich was ganz wesentlich und wichtig ist. Also obwohl Sie auf der rechten Seite vielleicht nur eben diese bedingten Wahrscheinlichkeiten messen können, können Sie daraus die bedingte Wahrscheinlichkeit auf der linken Seite, wo Sie verdrehen, ausrechnen. Und deswegen ist der Satz von Bayes so wichtig und relevant, weil ich daraus etwas ausrechnen kann, was ich nicht direkt beobachten kann. Der Beweis ist unglaublich kurz und einfach. Man fängt einfach an und fängt einfach auf der linken Seite an zu rechnen und schaut, ob man auf der rechten rauskommt. Wir schreiben uns die Wahrscheinlichkeit von BK gegeben A hin. Das ist ja die Wahrscheinlichkeit von BK geschnitten A, dividiert durch die Wahrscheinlichkeit von A. Und jetzt sehen Sie, die Wahrscheinlichkeit von A steht da oben eh schon da. Und alles, was man jetzt noch machen muss, ist erweitern wieder mal. Das heißt, wir schreiben das und bitte schon in dem Fall, dass die Wahrscheinlichkeit von BK größer 0 ist. Ansonsten steht ja eh schon 0 da. Als die Wahrscheinlichkeit von BK geschnitten A dividiert durch die Wahrscheinlichkeit von BK mal der Wahrscheinlichkeit von BK. Das heißt, wir erfinden einfach hier wieder die bedingte Wahrscheinlichkeit dazu. Und wir erfinden es nicht, wir erweitern hier einfach wieder ganz simpel und müssen das nur dividieren durch die Wahrscheinlichkeit von A. Und jetzt beäugen Sie das gelb Markierte hier ein bisschen genauer. Das gelb Markierte ist genau die bedingte Wahrscheinlichkeit, die wir also hier dastehen haben wollten. Also, das ist die Wahrscheinlichkeit von BK, falsch, von A unter der Bedingung BK, genauso ist es definiert. Also bitte BK geschnitten A ist das gleiche wie A geschnitten BK, das können Sie immer vertauschen. Gell? Und multipliziert wird hier mit BK und dividiert wird das Ganze durch die Wahrscheinlichkeit von A, die wir nach dem Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit eben schreiben können, so wie es oben hier in der Aussage eben steht. Und damit grünen Haken dahinter. Also wir haben gezeigt, die Wahrscheinlichkeit von BK unter der Bedingung A ist die Wahrscheinlichkeit von A gegeben BK mal die Wahrscheinlichkeit von BK durch die Wahrscheinlichkeit von BA ist genau das, was hier in der Aussage eben oben steht. Und das ist der berühmte Satz von Bayes. Sie sehen also bitte wirklich nichts zum Davonlaufen, oder? Also eigentlich eine nicht sehr, sehr technisch diffizile Angelegenheit, aber eine von unglaublicher Bedeutung. Also die ist ganz wichtig und zentral. Kommen wir zurück zu unserem Beispiel, also Beispiel Testkrankheit. Also Sie erinnern sich, wie es da aussah. Wir hatten also noch einmal A, schreibe es Ihnen nur einmal hin. Also A war also, dass der Test positiv ist. B war also, Person ist erkrankt. Die Daten übernehmen wir von oben. Die schreibe ich jetzt nicht nochmal hin. Und was uns natürlich jetzt eben interessieren würde, ist, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person auch tatsächlich erkrankt ist, wenn ein positives Testergebnis vorliegt? So würde man das jetzt also beschreiben, oder? Und das ist das, was uns ja eigentlich interessiert. Und jetzt sehen wir aus dem Satz von Bayes, was wir machen müssen. Wir können das also jetzt schreiben als die Wahrscheinlichkeit von A gegeben B mal der Wahrscheinlichkeit von B, dividiert durch die Wahrscheinlichkeit von A. Und die Wahrscheinlichkeit von A haben wir ja bereits mit dem Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit bestimmt, oder? Das haben wir oben schon hingeschrieben. Und wenn Sie das jetzt also alles hier einsetzen, dann kommen Sie also ungefähr auf, und ich nehme an, das wird Sie jetzt doch ein bisschen überraschen, auf 32%. Also in etwa 32%, also 0,32 ist die Wahrscheinlichkeit, die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass wenn der Test positiv ist, tatsächlich die Krankheit vorliegt. Und umgekehrt ist es also so, umgekehrt komplementär dazu, das heißt also die Wahrscheinlichkeit für B-Komplement unter der Bedingung A, das heißt also, wenn wir ein positives Testergebnis unter diesen Daten haben, die natürlich jetzt sehr speziell sind, also diese 95% und 1% und 0,5% in der Gesamtbevölkerung, so wie oben, ja, dann ist es also so, dass wir ungefähr eben die
die 68% haben, also quasi so Hausnummer, zwei Drittel dafür, dass die Krankheit gar nicht vorliegt. Das heißt, man muss also sehr vorsichtig sein in der Bewertung von, vielleicht kommen Ihnen 95% ja relativ hoch vor dafür, dass wenn die Krankheit vorliegt, also diese bedingte Wahrscheinlichkeit hier relativ hoch, wenn die Krankheit vorliegt, dass tatsächlich das Testergebnis positiv ist, Ihnen kommen wahrscheinlich die 1% relativ niedrig vor als Fehlerrate dafür, dass wenn die Krankheit nicht vorliegt, das Testergebnis trotzdem positiv ist. Aber wenn man eben die Kausalität umdreht, dadurch, dass nur 0,5% der Bevölkerung tatsächlich die Krankheit überhaupt haben, drehen sich also sozusagen, bauschen sich diese bedingten Wahrscheinlichkeiten, wenn sie die Kausalität umdrehen, eben ziemlich auf. Und sie sehen also, zwei Drittel ist halt schon eine ganz ordentliche Hausnummer dafür, dass sie eigentlich eben ein falsch positives Testergebnis haben, oder? Und das ist also etwas, was man natürlich vermeiden will. Man will also Tests natürlich so einstellen, dass also diese Rate so gering wie möglich ist und diese so hoch wie möglich ist. Aber natürlich ist man da einfach technischen Gegebenheiten unterstellt und es wird nie also den 100% sicheren Test geben. Aber bitte die, also viele Tests, die durchgeführt werden, die auf alles Mögliche testen, ja, die sind also wesentlich besser eingestellt als natürlich in diesem Beispiel, aber es gibt durchaus welche, wo diese Daten hier nicht ganz unrealistisch wären. Okay, damit also haben wir das Thema bedingte Wahrscheinlichkeiten zu einem gewissen Grad jetzt abgeschlossen. Der nächste wesentliche Schritt, den wir gehen werden, ist also, das ist sozusagen jetzt der Ausblick, wir werden dieses Konzept der bedingten Wahrscheinlichkeit dazu jetzt überführen, dass wir zu Unabhängigkeit kommen und darüber reden können werden, Unabhängigkeit, was dieser Begriff, dieses zentrale Konzept der Wahrscheinlichkeitstheorie bedeutet, und das werden wir also in der nächsten Vorlesung machen.